Servus Leute und willkommen zu wieder einer neuen Videoreihe. Und zwar geht es heute um das Thema, ist dieser YouTuber ein Nazi? Ich habe ja damals sehr viele krasse Sachen gelebt, also erlebt, wo ich ein Kind war, noch älter. Die schönste, ich mache mal, wenn ich jetzt sowas sage, ist das nicht schön, aber es ist lustig gesagt, Kabarett, Satire wegen Zensur. Manchmal wird ja einiges zensiert. Außer man sagt so auf diese Art. Das schönste Erlebnis war, dass mich tatsächlich Nazis verfolgt hatten. Und die haben mich nur verfolgt, weil ich auch ein bisschen provokant war. Ich wusste, ich hatte Bomberjacken, NSDAP-Abzeichen, SS und so, ne? Also, die haben das gezeigt, dass sie das für waren. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe dann geschrien: Nazis, verpisst euch, ne? Und das fanden nicht so lustig. So ein kleiner Bimpf in der zweiten Klasse. Das ist ein Bimpf, den der sagt, ne? Und ich bin weggelaufen, ne? Und dann war nichts, ich bin einfach weggelaufen und dann habe ich mir dabei nichts gedacht. Ne? Ich komme ja sowieso nicht wieder, aber das waren ehemalige Schüler, die waren nicht mehr in der Schule, aber die waren angepisst und die haben auf mich gewartet. Gewartet, wann kommt er aus diesem Bereich, also aus so. Da gab es mehrere Wege, Nachhausewege und dann bin ich diesen einen Nachhauseweg gegangen. Und in dem Moment, wo ich dann einmal diesen Weg genommen habe, kann ich mich noch gut daran erinnern, haben immer geschaut, kommt der raus, ne? Und dann waren etwas weiter entfernt und dann haben die Baseballschläger schon vorbereitet, eine Waffe hatte der eine gehabt und so, ah, da ist er, der KZ-Kind, los, töten wir es, ne? Ich habe damals nicht gewusst, so KZ-Kind, Judenschwein, was das bedeutet, so. Aber vor allem haben sie es immer mit KZ genannt. KZ-Jude haben sie sehr selten genannt, weil das ja dementsprechend blöd für sie wäre, wenn da irgendjemand was gehört hätte. Wobei auch da war es versteckt in der Ecke sozusagen, wo kaum jemand war. Es war so in der Nähe einer Straße, da wo nicht viel los war. Ein Gehweg war das ja so. Gehweg. Bisschen Straßengehweg. Aber das war auf dem schulischen Gelände. So. Und ich bin auf einmal strucks, sofort gepackt, sofort bin ich und weggelaufen. Und ich bin sehr schnell gelaufen, denn die sind auch schnell gelaufen. Und ich hatte Panik. Ja, richtig, ich war gerade mal, weil ich später zur Schule gekommen, weil ich epileptische Anfälle hatte, jahrelang. Ich war, glaube ich, ja, neun oder zehn, mir ist jetzt nicht so ganz sicher, schon zu lange her. Aber auf jeden Fall, ich kann mich gut erinnern, ich bin dann weggelaufen und ich habe mich gefürchtet natürlich von denen. Ich war ja ein Kind und ich wusste, sie werden mich töten. Das war klar. Bei Baseballschläger und eine Glock 47, vermute ich war das, weil das hat so ausgeschaut wie eine Glock 47, soweit meine Erinnerung. Die hast du nicht aus Spaß, okay? Die hast du nicht aus Spaß. Die hat ein erwachsener Nazi, also NSDAP, nicht aus Spaß. Und fuchtelt auch nicht so rum, so, ne? Und dann bin ich weggelaufen, bin ich in die Hütte. Und also ich habe so eine Hütte, da war eine Hütte und da war ein Loch. Da konnte ich nur drüber, also ich musste schnell hin, da musste ich mich rein, ne? So ein kleines Loch war. Wo ich als Kind reingepasst habe. Ne, und, aber das wussten die nicht. Das wussten die nicht, dass da hinten ein Loch war für. Und ich hatte das Glück auch, ne, weil sonst hätten die vielleicht jemanden, was weiß ich, was sie gemacht hätten. Ne, vielleicht hätten sie durchgeschossen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ne, weil, wie gesagt, das ist. Ich bin nicht der Täter in dem Fall, der da jetzt einen Baseballschläger hat und überlegt, wie kann ich denjenigen killen, sondern ich war der das Opfer, der da einfach um mein Leben gerannt ist und geflüchtet. Und auf jeden Fall habe ich dann die Schritte gehört. Dann haben die gesagt, ja, wo ist denn das KZ-Kind, wo ist denn diese
sehr gut, der Hurensohn, den muss man abschlachten für eine bessere Welt. Und dann haben die mit dem Baseballschläger. Ja, ist immer so schön, so eine Hütte hat so Ebenen und dann ist so drüber so drum, wie ein Film, drum, ne? Komm raus! Du Hurensohnkind, du scheiß KZ-Kind, wir wollen dir nichts Böses. Wir wollen dich nur töten für eine bessere Welt! Ne? Voller Hass, ne? Und ich bin ruhig geblieben, hab gebetet, oh Herr, bitte beschütze mich, bitte nicht, tu mir nicht weh, bitte, bitte. Ja, ich hatte Angst. Und klar, mein Kind, wenn dein Kind bist und sowas dir passiert, jeder andere, der sagt, oh, ich hätte sie in die Eier getreten, die vier, fünf Leute fertig gemacht, der ist ein Luzifianer und ein Arschloch, ganz einfach, der hätte das nicht gemacht. Du hast keine Chance gegen Pilot. Die waren zu dritt, waren sie ja, soweit ich erinnere. Ja, waren sie zu dritt. Da hast du keine Chance. Ja, also, auf jeden Fall, ich gebetet und irgendwann haben die losgelassen. Irgendwann sind die weg. Und irgendwann hat einer gesagt, nur weil der eine gesagt hat, der eine, hey, ihr könnt doch da diese Scheune aufschießen, Schloss aufschießen. Nein, Mann, Alter, das hören dich, du Leute und so, das siehst du doch, da sind doch Leute, ne? Ja, wir können auch mit dem Baseballschläger. Nee, das ist doch von diesem einen Team, die Scheune. Ja, ne? Wie auch immer haben die getuschelt, bisschen so, aber ich konnte was rausfinden, gebetet, ne? Und dann haben die abgesagt, ach, scheiß drauf, der soll verrecken, das Hurensohnkind. Gehen wir. Ne? Bevor der eine weg ist, habe ich nur von dem einen die Stimme gehört. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch, du Scheiß. KZ-Kind. Ich krieg dich noch. Ja, das habe ich erlebt. Und ich habe mehrere solche krassen Erlebnisse gehabt. Und ich kann sagen, wer Rassist ist und wer nicht Rassist ist. Er ist es nicht. Er ist nicht fähig, Rassist zu sein. Unmöglich. Ja, nicht, weil er dunkle Hautfarbe hat, sondern weil er einfach ein dezenter, sehr sensibler Dachse, also der Ferus, der ist einfach sehr sensibel. Und ich spüre das mit meiner Gabel vom Ewigen, wer sensibel ist. Er kann seinen Bart haben, er kann böse aussehen, er schaut aus für mich wie ein Baby. Ja, ich kann so eine Backen knuffen, ne, Ferus, knuffi die Backen und mehr nicht. Er ist kein Kämpfer, das ist er nicht, er ist ein intellektueller Typ, ein Babykind, intellektuelles Babykind. Ne? Wird auch nicht. Und deswegen solche Leute, no. Daher mein Stempel. Falls ich so einen Effekt habe, ich habe leider so einen Effekt nicht, deswegen so, also solche Effekte kennt irgendwo, Stempel, kein Nazi und keiner rechts. Also, ne? Dann gehen wir weiter und zwar auch hier gibt es welche, die den Peter Fram auch manchmal so, ich weiß nicht, ob ich habe das mitbekommen, kann sein, dass es er war oder jemand anders, also auch er, Stempel, sauberer Typ. Ne? Auch wenn die Leute nicht so überzeugt sind von allen seinen Videos. Der Mann ist einfach selbstbewusst. Der sagt, wie die Dinge sind. Ich hätte früher berühmt werden sollen, wenn ich nicht so faul wäre und früher meine YouTube-Videos schon gemacht hätte. Dann, wie mein Bruder gesagt hat, dann wäre ich schon berühmt. Aber er hat 2011 angefangen, ich auch. Nur war er fleißig, ich nicht. Ich aus YouTube mir nichts gemacht habe mit Selbstbewusstsein und wie man Frauen anspricht. Also Frauen, wie gesagt, ansprechen, ihr müsst halt nichts anderes tun wie Selbstbewusstsein, in die Bar gehen und einfach ganz normal reden, weil sie ist kein Gott, sondern only human. Wie bei Matrix 2, die Szene von Merowinger, you see, he's only human, also der Neo blutet, hat diese Schwert abgewehrt und hat sich dennoch Blut, weil er geschnitten sich hat. Und so kann man das betrachten. Und denkt nicht, bin ich nicht gut aussehen oder nicht, scheiß drauf, dieses da oder lange Haare oder passen die kurzen, alles Blödsinn. Ne? Klar, es gibt Frauen, wie gesagt, die sind verschiedene Typen, es gibt Frauen, die sagen, der gefällt mir und es gibt manche, die sagen, der gefällt mir, dieser Mann. Ne? Also von daher, wie soll man sagen, es gibt eine breite Masse und es gibt ein breites Spektrum von verschiedenen Typen
Frauentypen sowie Männertypen. Ne? Und von daher macht er alles richtig. Okay, dann, wer hat noch irgendwo. Da war ein Kerl, der nennt sich der Ketzer, genau. Ich weiß nicht, warum manche Menschen sich Ketzer, wenn er ein Baby ist. Ich habe ihn abonniert, aber der ist irgendwie ziemlich weit unten. Ich weiß nicht, warum der so weit unten ist. Also YouTube tut ihn mit Absicht wieder nach unten, ne? Also es ist sehr, sehr schwierig, ihn zu finden. Das finde ich nicht in Ordnung. Das mag ich überhaupt nicht, weil er ist kein Ketzer und ich erkenne Ketzer. Und das ist er nicht. Er ist ein Baby. Ja. Und genau. Was haben wir noch? Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Wo ist er? Nein, wir müssen das mal eingeben, sonst finden wir nicht. Der ist irgendwie komplett untergegangen. Ja. Ist schade eigentlich, weil er nicht der Ketzer ist. Ich verstehe es auch nicht. So. Ah, genau, da ist er ja. Aber ich habe ihn nicht. Doch, ich habe ihn abonniert. Hä? Okay. Wieso war das kein. Okay, das ist merkwürdig. Ich habe ihn abonniert, weil ich schaue ihn immer. Ja, ist komisch. Okay. Auch mal interessant, was YouTube macht. Merkwürdig. So, also. Der Ketzer. Der ist erstens. Kann er kein Nazi sein? Unmöglich. Ich erkenne das, ein Nazi. Ich wurde sogar von einem Nazi-Lehrer ertrunken und bin verreckt. Für ein paar Minuten war ich weg. Ne, das ist aber trotzdem in einer anderen Weltdimension und für eine bessere Welt, hat der Lehrer gesagt. Aber der Typ, der ist so harmlos. Der ist ein Milchbubi. Und der ist so harmlos wie ein Googie-Kind. Ich habe so meine eigene Sprache wie der Snoop Dogg. So ein da, der Slick in den Mixen. Der hat nichts Neues erfunden. Der ist halt, der hat halt diese Sprache, der habe ich schon gehabt, wo ich kleines Baby war. Ich habe auch so Klick in die Mickel Nick geschickt, nur wurde ich halt nicht berühmt, weil ich darauf nichts gegeben habe. Ne? Ich gebe nichts darauf. Ne? Das ist einfach so meine Sprache. Meine Träume, meine Tees, meine Dimension wandern, ich kann die durch Dimensionen wandern und so weiter. Auf jeden Fall, der ist Milchbubi, ist kein Nazi, er ist nicht rechts. Ein Milchbubi kann unmöglich ein Nazi sein. Bitte weist mir das nach, dass irgendein Milchbubi Nazi ist. Unmöglich. Als Jude kann ich sagen, also die meisten Nazis, die ich begegnet sind, die waren richtige, krasse Bolldocken, so gebaut, so wie ich bring dich um, schock mein dick, du Motherfucker. So ungefähr waren die vom Benehmen. Und das ist er nicht. Die Videos, die er macht, sind witzig und einseitig. Deswegen werden die Leute meistens berühmt. Ich nicht, weil ich halt nicht einseitig das mache. Auch wenn die Leute mich wieder falsch verstehen. Ne, der macht das halt einseitig. Warum einseitig? Weil er geht zu diesen Leuten und lacht diese Leute aus. Das ist nicht kein verkehrter Stil. Jeder hat einen gewissen Stil und das ist lustig. Aber das mit Men, ihr seht ja, dass ich seine Videos schaue. Ne? Hier, das kann man schlecht. Und der andere, der rein, du Arschloch, hast den gerade abonniert. Lüg nicht so. Nein, ich habe ihn schon längst abonniert gehabt. Ich weiß nicht, dass er. Ich weiß, wenn Leute sowas machen. Ich liebe das. Das so sehr. Ich ne, dieser Unfall, diese Nahtoderfahrung hat mich gaga gebracht. Ne, so. Gib mir mehr Haas. genau, also. Also eine Gender-Sache macht das auch sehr einseitig. Und halt diese mit dem Kill Me All Men. Mein Gott, die Frauen, die so schreiben, die haben halt sehr schlimme Sachen erlebt. Und brauchen halt irgendwann ein Ventil. Ne? Wenn eine Frau einem guten Mann begegnen würde, ne, würde sie sowas gar nicht erstmal schreiben. Ne? Ich habe tatsächlich so eine Feministin getroffen. Ich habe mich erschrocken im Zug.
Es war früher, du tötet alle Männer, tötet alle, abschlachten. Und dann war ich neben ihr, du Scheiße, was soll ich machen? Und dann habe ich ganz lustig gemacht. Aber ich bin doch einer mit einem Clown-Gesicht. Muss ich jetzt auch sterben? Und irgendwie habe ich Glück gehabt und sie schaut mich zwar an und sagt, wenn du dich zu mir traust, dann nicht. Und ich so, okay, und dann hocke ich mich zu ihr hin und dann so, und jetzt bringst du mich nicht um, oder? Und die Frau, die hat ein Messer dabei gehabt und es wäre sehr riskant gewesen. Eigentlich würde jeder wegrennen, aber ich nicht. Ich habe Glück gehabt, wieder mal dank meines Clown-Gesichts. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, hat sie gesagt, halt, die wurde hängen gelassen und der Mann hat das und das gemacht. Und ich so, ja, kein Wunder. Also nach Erfahrungen meistens bilden wir uns was. Und je nachdem, welche Erfahrungen wir gesammelt haben. Ne, und von daher ist der jetzt kein Nazi. Transgender und diese Klimaleugner, auch sehr interessant ist, und der Undercover. Diese, bei uns in Nürnberg gibt es schon längst diese Sache. Geht schon längst. Und mich interessiert das nicht. Ich war mal in verschiedenen Kirchen. Und ich habe sogar manchmal Spiele mitgemacht und den ersten Preis belegt. Ich so, hey, wieso kriege ich den ersten Preis? Ne? Und habe ich mit den Leuten geteilt, hier habt ihr da meine Macht. Ich will das doch gar nicht. Also wirklich, die L, da können wir auch ein Thema machen, LGBT2. Das ist viel zu lang. LGBTQ. Also, und dann jetzt gibt es Plus. Kommt man ja durcheinander. Homosexuelle und Transsexuelle wollen einfach akzeptiert werden. Und sie wollen halt nicht umgebracht werden. Sie wollen halt nicht, sie wollen halt Menschen in der Ruhe halt leben. Aber mit dieser Aktion machen sie es nicht besser. Du kannst niemanden aufzwingen, dich zu akzeptieren. Das geht nicht. Das müssen die Homosexuellen erkennen. Und die Transsexuellen und so weiter. Ich habe gearbeitet früher in verschiedenen Märkten, war Promoter. Zu mir haben es alle Homosexuelle geschickt, alle Transsexuellen, weil mit denen wollte kein Mitarbeiter zu tun haben. Alle haben so groß geredet, ich bin für die Rechte. Aber ich musste sie bedienen. Und ich habe nicht mehr nichts dabei gedacht. Ich habe mit denen gesprochen und ganz normal unverblümt. Ah, du bist transsexuell, genau, wie ist das so und so. Und die haben gemerkt, Clown-Gesicht, Babykind, hat nur gute Absichten. Wenn ihr gute Absichten habt, sind die ganz normale Menschen wie jeder andere. Weil sie das sind, nur halt eben andere Orientierung, okay? Früher gab es das nicht, dieses Umwandeln. Vor 100 Jahren, 200 Jahren gab es die Technik nicht. Da hätte man, wenn man heute so einen Menschen in die Vergangenheit nimmt, dann sagen die, der Typ ist verrückt. Okay? Durch die moderne Technik haben wir diese Möglichkeit. Jetzt müsst ihr euch Frage stellen, jetzt müsste sich ein Transsexueller die Frage stellen, ja, warum wohl reagieren die Leute so drauf? Ja, weil vor 100, 200 Jahren, wenn du transsexuell warst, warst du gefickt. Ganz einfach. Und dann hat keiner so, die bahnen mich ungerecht. Ne, gab's nicht. Ja, gab's aus Maul, psch, Kopfschuss. Und fertig. Das war so. Wir haben früher, deswegen, es war schon nicht, da war schon Tausende, Millionen von Jahren her, dass es Homosexuelle gibt. Es gibt von den Antiken, gibt's, von den Archäologen, gibt es Beweise, zumindest deren These als Beweis, dass diese Bilder, wobei es gibt schon Bilder, wo ein Mann und ein Mann, ne, also zusammen Sex haben, das gibt schon. Ne? Es gibt also Bilder für über 2.000, 3.000 Jahren, wo das schon so ist. Ja, und das ist dann schon der Beweis, dass es das schon vorher gab. Und wenn es vor 3.000 Jahren existiert hat, dann kann man ja eins und eins zusammenzuziehen und sagen, ja, das hat aber vor 5.000 Jahren existiert. Es gibt halt Menschen, die verspüren, da werden wir noch ein Video machen, weil ich will mit ihm auch abschließen hier. Ich habe jetzt drei Leute gesegnet. Ne? Es gibt Menschen, die wollen. Schreibt mir in den anderen Kanal. Übrigens, schreibt mir übrigens in die Kommentare, wenn ich es noch segnen soll. Wenn ich noch sagen, so ein Stempel hier, no racist und so. Das wäre richtig cool. Dann könnt ihr mir mal ein paar Leute geben. Da, ne? Aber auf jeden Fall abschließend würde ich sagen, es gibt halt Menschen, die stehen eben auf das gleiche Geschlecht. Ja? Also die sehen die Schönheit in
in diesem Geschlecht. Ne? Und es gibt Männer, die kommen zwar aus ihrer Mutter raus, aber sind mit schon 1, 2, 3 Jahren, schon eigentlich halt Geburt, aber mit 1, 2, 3 Jahren schon sehr bewusst und wollen mit Mädchen nichts zu tun haben. Und für die ist das ist für die eine Qual. Stellt euch mal vor, das ist für die eine Qual wie bei einem heterosexuellen Mann. Für einen heterosexuellen Mann ist es eine Qual, mit einem Mann zu tun zu haben. Deswegen diese ganzen Männer, die im Gefängnis sind, die werden verrückt. Die werden verrückt, ja, weil die sich dann, weil die brauchen den Trieb und dann haben die Sex. Weil die Sex brauchen. Und manche haben Glück, die haben eine Frau, eine Freundin, dann darf die zwei, dreimal, vier Wochen da die besuchen. Aber wenn die das nicht haben, dann werden die verrückt. Und jeder hat dann immer einen Trieb. Und der Trieb muss halt los oder losgelassen werden. Und entweder wichsen die sich ein, was normal ist und natürlich ist, macht die Frau genauso wie der Mann. Oder halt eben sagt er sich, ja, dem fällt jetzt die Seife, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ne? Und dann heißt es, umswitcht. Dann sagt sich der eine im Gefängnis, jawohl, ich wusste schon immer, ich bin so und so, ne? Und ja, und wenn die rauskommen, dann sind die ganz anderes drauf, ne? Ganz anderes drauf. Dann können sie wieder zu einer Frau gehen, dann gehen sie zu einer Frau, da gibt es sogar Leute, Männer, die Beziehungen haben im Gefängnis mit Männern. Darüber wird leider auch nicht geredet, was ja sehr schade ist, weil es eigentlich nicht, weil es nicht peinlich sein sollte. Das ist ein natürlicher Vorgang. Und ja, wie auch immer, der Typ ist kein Nazi, Stempel drauf, paff. Okay. So, wenn ihr was wissen wollt, Themen oder so, ja, Tinder. Ah, das war sehr auch interessant. Wenn ihr was wissen wollt, dann sagt Bescheid. Ja. Also ich muss sagen, es gibt schon Transmann, also es gibt schon, man muss sagen, gibt es gewisse Männer, die halt eben Bedenken haben wegen dem Thema Kinder. Und das ist keine Frau, weil sie keine Kinder machen kann oder die Person kann keine Kinder. Ich muss sagen, der Mensch muss irgendwann sich weiterentwickeln. Ja, ich nur abschließend noch sagen. Und ja, wie gesagt, abonniert meinen Kanal, liked meine Videos, dass ich genauso wie er viele Abonnenten habe. Und dann, glaubt mir, dann werde ich diesen Leuten, also ihr großen YouTuber, macht mich groß, dann helfe ich euch und dann kriegt ihr alle einen Sonderstempel. Als Jude habe ich Vorteile. Ne? Dann braucht ihr nie wieder euch mit euren Gegnern zu befassen, die euch einfach ja, abstempeln und so. Die heißt er nochmal? Ketzer heißt er noch nicht? Ah, Leonard, Leonard. Also dieses Video siehst, Leonard. Also wirklich so heißt das Video siehst. Dann wäre cool, mal mit dir in die Stadt zu gehen und Interviews zu führen. Mal schauen Sie, wie Sie bei einem Juden reagieren. Ich glaube, die werden da nicht mehr so reagieren. Bis dann, Leute.